Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt und weiter guckt. Das war noch nicht das Ende, Peter. Heute sind wir mit allen dabei, außer Bram. Ciao. Und wir schauen uns an. Ich möchte mal ganz kurz sagen, dass du eine wunderschöne Schürze an hast. Vielen Dank, Und eine wunderschöne Mütze, also die ist auch echt immer fesch. Danke sehr. Jeder Jahreszeit. So, jetzt ist auch gut. Aber die Schürze gibt es ja auch auf pietsmeet.de/shop, ne? Wirklich? Das ist ja, ich sag ja, Pietsmeet Ultra. Also ich möchte kurz sagen, ich habe in diesem Video abgeliefert, mehr geht's nicht. Also welch ein fester Bestandteil des Teams. Also ich würd auch sagen, falls ein Platz frei wird, Jungs, ich würde eine Bewerbung fertig machen. Ich sag's ja einfach mal so. Christian ist ja gerade im Urlaub, das passt ja ganz gut. 5 Jahre zu spät. Ja. Oder zwei. War da einer Schein? Kommt jetzt einfach so ein riesen Block raus? Ah, ja! Oh. Das ist schon in der Tüte. Geil. Oh mein Gott. Nein, das geht. Holy shit. Alter, was da alles aufgeploppt ist. Yeah. The fuck. 5200 auf einem Stoß. Ich habe auf dem 3-Meter-Brett habe ich schon Bammel, ne? Also. Echt? Vom Geländer. Um 10er bin ich schon mal gesprungen. Nee. Doch. Ich bin mal auf den 5er hochgeklettert und dann bin ich wieder runtergeklettert. Ja. Oh, wie Mr. Bean? Ja, ja, stimmt. Könnte sein, oh. Ja. Nee, doch. Ja. Das mit dem Panier fand ich halt krass, weil es gab halt nur 2 Esslöffel Paniermehl. Ja, gut. Ja. Und ein Ei, ja. Und ein Ei, ja. Aber 2 Esslöffel Panier war mir zu wenig für Panieren. Deswegen bin ich auf eine doofe Idee gekommen. Das war scheiße, aber egal. To make sure my website shows up when someone was searching for free hacks for CSGO. Nice. Oh mein Gott, ist das gut. Was not only reskinned and renamed. Alter, erstmal, wer lädt sich free hacks dann runter auf seinen PC? Da müssen ja Viren drauf sein. Ja, richtig. Also, unabhängig davon, wer ist so lost? Gott, der Schäler ist schon wieder da bei der Flauge. Oh Mann. Warum macht der das immer? Ist das ein Fetisch-Thema? Ich glaube, das ist einfach nicht. Ein Running-Gag-Thema mittlerweile. Stell dir mal vor, ihr habt nur was so mit Mehl und er fängt auf einmal an, so mit dem Schäler durch das Mehl zu streichen. ist einfach so ein System drin. Fake. What the fuck? Fake! What? Okay, der Trick ist real, Alter. Oh! Oh! Oh mein Gott. Wer hat denn dann gewonnen? You had one fucking halt, job! Das ist halt echt das Schlimmste. Hoppla. Ich sehe schon, also ich habe das komplett anders gemacht. Ja, das war so komplett anders. Christian und ich wurden, glaube ich, bei der Geburt getrennt. Also wir sind da recht ähnlich. Ich muss gerade sagen, ich bin auch noch sehr ähnlich, aber das Milchgerät habe ich nicht gemacht. Also Richtung süße Nudeln ist auch bei mir unterwegs gewesen. Ja, das wäre noch geil gewesen. Looking down the scope and tries to fire AWP or scout. A fake gun sample will be played, but no bullet is actually fired from the weapon. What? Stimmt, die schießt doch gar nicht. Nice. Karma. Aber auch verdient, fuck ey. You, Mensch. Einfach nur verdient, ey. Ja. Da. Weißt du, ich hätte da voll Sorge abzurutschen oder so eine Scheiße. Yo. Ich glaube, das ist der scheiße kalt, da reinzuspringen. Ja, ich glaube nicht, dass das dein größtes Problem ist in der Sekunde. Aber kenne ich ja schon, denn mein ganzer Zweitkanal und die ganzen Abonnenten dort basieren auf React-Videos von Pietsmeet kocht. Von daher, Jungs, danke, dass ich mal mit dabei sein darf und dementsprechend auch ein kleiner Payback von meiner Seite. Pietsmeet.de/shop, da gibt es diese wunderbare Nice. Oh, guck mal, wie oft die schon benutzt haben. Mann, was wäre ich dreckig gewesen. Aber danach kann ich mich immer wieder ausziehen und direkt auf Dennis Bram drauflegen. Für mich gehört zusammen. Du hast wirklich abgeliefert, ja, muss man sagen. Geschichte halt, ne? Ja, spot on. Ich sag ja, ist eine Bewerbung eigentlich, Jungs. Ist eine Bewerbung als Teammitglied. Na und? Der Ding, fuck. Hä?
Da sind zwei Platten. Da steht, ich glaube, da steht eine Platte auf diesem Tablett. Das ja, ist bestimmt, da, das ist bestimmt ist. Auch einfach, das sind zwei Kuchen, das ist auch fake. Ja, ja. Oh, zwei Kuchen. Alles fake. Das ist zwei Kuchen. Das ist echt tricky. Oh, das ist Dirt. Das habe ich letztens auch gespielt bei Dizzy im Stream. Das war eine Katastrophe. Das steuert sich ein bisschen anders. Nee, das, also das ist keine Katastrophe im Sinne von, das Spiel ist scheiße, sondern ich bin zu schlecht dafür. Ach so. Okay. Das war eine Katastrophe. Ich möchte nur mal sehen, den Flip. Der war schön. Hui! Ich wollte nur wissen, ob da Steine drin sind. Und der Nachbar hat früher auch mal wieder eine Story zu erzählen, ja? Unser Nachbar hat früher einen Pflaumenbaum gehabt. Und ja, jedes Mal, wenn die Pflaumen reif waren, gab es Pflaumenkuchen. Krass! Hey, ich mach mal. Heftig! Nice. Was? Once the flashbang fades away, the mind control punishment has already been executed. Very confused. Also, hä, wo ist meine Waffe hin? Wie awesome! Alter! Wie dumm man gucken muss, wenn man da vorm Rechner sitzt, wie geil. Say be the ball, some players can take it too seriously. Somehow this basketball fan managed to dunk himself through a basketball hoop. Nein, okay, aber der ist aber auch so klein. Oh, was? Stell dir mal vor, einer von uns wird das machen und bleibt da einfach drin stecken. Der Dumme ist, wenn du zu langsam bist, dann kommt der Nächste an und pfeffert dir dann den nächsten Ball hinten drauf. Was soll einer? Warum haut der da drauf? Keine Ahnung. Du machst einfach die Tür auf. Ich glaube, da ist immer drin. Drin. Da ist irgendein Tier drin. Oh mein was? Gott! Ja, was du halt so ist, ne? Yo, what the fuck? Okay. Was dann halt so ist in einem Auto. Ich gehe hier einmal durch die Nudeln. Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Das passiert, wenn man Milch und Apfelsaft zusammentut. Man bekommt Eischnee raus. Das ist schon hart eklig. Yep. Okay, damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ja, aber warum nicht? Sollte das so sein? You know, basically a hunting rifle, so it's a good thing we got rid of all those bump stocks and assault weapons. Der zwiebelt doch ordentlich, oder? What the fuck? Was? Hä? It's a good thing we got rid of all those bump stocks and assault weapons. Ein bisschen modifiziert, ne? Ja. Alter, was heißt Street, Junge? Alter! Der wird nicht alt, der stirbt bald, ey, aus Versehen, ey. Tut mir leid, ich wünsche es ihm nicht, ey, aber das ist so brutal einfach nur. Was steht hier drin? 3 Esslöffel Zucker. Das ist aber ganz schön viel. Okay. Aber von der Farbe her ist schon sehr Vanillepudding, muss ich sagen. Speisestärke, weil wir wissen ja Speise. Peter, wenn jetzt passiert, wenn die Aufgabe jetzt gewesen wäre, mach Schokopudding, dann hättest du auch ein Eigelb genommen und dann. Ja, das stimmt. Da hätte ich aber noch Schokolade wahrscheinlich reingetan. 4 is steal a car. Go steal a was? Fucking car! Watching my pupil at work. What button makes the chicken do that? Eco-friendly, I see. What the fuck? Was? Was ist für eine geile Animation? What? Morning. How much is this? 149, sir. I've got 50p. Fuck you, bastard. Ey, das ist ein guter Number. What the fuck? What the fuck? Ja, ich will halt sofort so einkaufen, ey. Yeah, fuck you, bastard. The price is this. Fuck you, bastard. Ey, that's not good, my brother. Aufpassen. Einfach durch die Pflaumen. Die Sahne verquirlen. Wie machen wir das denn jetzt am smartesten? Jetzt kommen die restlichen Pflaumen hier noch mit bei. Das restliche Ei noch hier rein. What the fuck? Alter, Alter! Holy! Jetzt ist der Mixer wait, da drin. Wait for it. Oh nein, Alter. Müssen wir das einmal ein bisschen vermengen.
Okay, wie machen wir das, dass es nicht so spritzt? He has three pointers in basketball. This college basketball player accidentally scored during a game without looking when he tried to pass the ball to his teammate. Ja, aber das war ein eigener. Er wollte halt den Ball im Spiel halten. What the fuck? Das ist halt einfach ein Tor. Stark. Korb. Ist das da ein Eigentor? Gibt es einen Eigenkorb? Ja, der Ball ist drin. Also, okay, ja. Also es gibt einen Eigenkorb, sozusagen. Keine Ahnung. Voll die Verzerrung durch die Kamera, Alter. Weiß, wenn er da runterspringt, Junge. Wie lang der fällt. Wenn er da runterspringt. Alter. Das ist so, holy shit. Wie schnell der auch wieder an der Oberfläche? Ja, what the fuck? Hä? Ich hätte mir so nach 34 Metern, musst du erstmal so 10 Meter unter Wasser, oder nicht? Ja. Auch immer sich sowas einfallen lässt, wa? Bei Bram und Peter sieht es auch noch essbar aus. Man hier kannst alles verlassen, alles verlassen. Bist schon an? Ja. Insider-Witze! Bin ich gut, Freddy. Jetzt Honey? Oh Gott. Ja, du bist Honey. Oh Gott. Gefällt dir das nicht? Schießt der Meilenweiter Mann vorbei. Ja, aber der hat auf den Helikopter getroffen. Im Helikopter da raus. Ja, der hat auf den anderen geschossen, den Helikopter getroffen. Nein. Wie unlucky. Aber jetzt weißt du, wer der aufgeben ist. Headshot auch noch, das ist ja so dumm. Ich gebe dem Ganzen hier eine unerwartete 6,5 von 10 Sepiös. Alter, das ist die schlechteste Wertung. Ja, ohne Scheiß, das ist ja auf der Sepp-Skala, auf meiner Skala wäre das dann eine 1. Ja, ohne Scheiß. Nee, also es war essbar und das hat mich sehr überrascht. Also essbar ist keine 6,5. Ja, essbar ist eine 2. Es hat mich halt überrascht. Also wenn mich ein Gericht überrascht, dann kriege ich ja schon mal Bonuspunkte. Und es hat eigentlich geschmeckt wie Pflaumenapfelkuchen. Gracie Kramer is a UCLA athlete. And during this floor exercise, she managed to score her first ever perfect 10. And look how her peers and audience cheered for her. Lol. What? Was ist das? Das ist Bodentouren. Wird das auch noch bewertet? Dieses Abspacken? Könnte sein. Also, weiß ich nicht. Vielleicht ja, keine Ahnung, ey. Das sieht komisch aus. Abspacken 10 von 10 Punkten. Ja, ohne Scheiß. So, kriegt die jetzt Punkte für den Salto oder kriegt die Punkte auch dafür, dass die halt komisch ist? So nice. Gut, also ich muss sagen, nachdem ich jetzt den ganzen Teller gegessen habe und der Abend von mir ist ultra schlecht. Ich würde bitte auf eine 1 von 10 runtergehen. Mir ist echt schlecht. Das ist auch stark. Ich könnte echt kotzen. Aber nicht so gut. But if we add Los Angeles traffic, can you still cross the road? One measly little road. That's it. But it's rush hour. Alter. Now, what the? Can you? Alter, wie einfach alles explodiert. Level 5. You're live. Duck. Was? Alter, wie das... Careful. Das schaffe ich ja nicht mal, wenn ich so steuern kann. Right. Holy shit. Ian! Holy shit, ey. Alter, ist der behindert im Kopf! Ja, ja, endlich sagt's mal jemand. Ja, danke. So, und jetzt stell dir mal vor, wenn der schon so pumped ist, wie pumped ist dann der Typ, der springt?